Hallo und herzlich willkommen zu Fröhlich TV. Ich bin der Valentin und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Vergebung. Wie ich finde, ist Vergebung unverzichtbar, wenn es darum geht, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Warum ist Vergebung so wichtig? Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch lernen, zu vergeben. Ansonsten ist es fast unmöglich, ein erfülltes, wirklich glückliches Leben zu führen. Wenn wir Menschen begegnet sind in der Vergangenheit, die uns aufgeregt haben oder uns geärgert haben oder uns wütend und aufgebracht oder ängstlich gemacht haben, fällt es uns oft schwer, diesen Menschen oder Situationen zu vergeben. Wir halten fest an unserem Recht, wollen nicht loslassen und tragen diesen Groll, diese Wut, diese Angst oder diesen Hass unser Leben lang mit uns, so lange, bis wir uns diesen Themen trauen, anzunähern. Wenn wir uns mit diesen Themen nicht beschäftigen, dann werden wir unser Leben lang im Unterbewusstsein diesen Groll, diese Wut, diese Angst mit uns tragen. So ist es unmöglich, wirklich ein Gefühl von Erfüllung, von Liebe wahrzunehmen und die Schönheit des Lebens zu genießen. Unser Blick richtet sich nur auf die negativen Dinge. Wir wollen immer Recht behalten. Wir verurteilen andere Menschen viel schneller und uns begegnen Menschen und Situationen, die in Resonanz treten mit diesen unterdrückten Emotionen, die wir nicht wahrnehmen wollen. Dadurch ist die Chance auch größer, dass wir Süchte entwickeln, weil wir all das, was in uns ist, nicht wahrnehmen wollen. Wir wollen das, was geschehen ist, nicht an die Oberfläche lassen und eignen uns Verhaltensweisen an, die all diese Dinge schön weit unten halten. Das heißt, wir tragen diesen Groll, diese Wut, diese Angst, diese ganzen negativen Emotionen stets mit uns. Und im Außen werden uns diese negativen Emotionen immer wieder gespiegelt, in Form von Menschen oder Situationen. Wir regen uns viel schneller über andere Menschen auf. Wir verurteilen andere Menschen viel schneller. Wir regen uns über Situationen viel schneller auf. Wir geraten schneller in Angst. Wir werden schneller wütend. Wir werden aggressiv. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, um wirklich glücklich und zufrieden sein zu können. Wenn du das nicht machst, werden sich diese Menschen nie verändern, die dir stets begegnen und dich triggern. Diese ganzen Emotionen, die du mit dir trägst, die werden so lange getriggert von anderen Menschen und Situationen, bis du diese Sachen in dir anschaust, bis du sie wirklich an die Oberfläche lässt und lernst zu vergeben. Deswegen ist Vergebung so wichtig. Wenn wir nicht lernen zu vergeben und unseren inneren Frieden mit uns selbst und mit anderen Menschen finden, dann haben wir kaum die Möglichkeit, die Schönheit des Lebens wahrzunehmen und das Leben zu genießen. Diese inneren, tiefliegenden Emotionen werden immer unser Leben lenken. So sind wir überhaupt gar nicht offen für die Schönheit des Lebens, für positive Sachen. Wir fokussieren uns unbewusst auf die negativen Dinge. Ziehen negative Dinge in unser Leben. Solange diese Emotionen in uns sind, wird sich unser Leben dementsprechend auch fügen und gestalten. Vielleicht sind einige Dinge, die uns passieren, gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass diese Emotionen in uns vergraben liegen, deuten wir sie allzu schlimm. Wir nehmen viele Dinge also getrübt wahr, durch so eine Art Brille, die die Realität verzerrt. Eine verzerrte Wahrnehmung entsteht in vielen Lebensbereichen, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Jeder Mensch geht also anders mit ein und derselben Situation um, entsprechend seiner Vergebungsbereitschaft. Natürlich spielen auch viele andere Faktoren eine große Rolle, aber Vergebungsbereitschaft ist einer dieser großen Faktoren. Wenn wir unsere innere Haltung einigen Dingen und Themen gegenüber verändern, dann werden uns viele Situationen und Menschen nicht mehr so schnell erregen oder aufregen können. Wenn wir unseren Blick verändern, unsere Sichtweise ändern, wenn wir unsere Sturheit aufgeben und an dieses Recht haben wollen, nicht mehr festhalten, sondern loslassen, dann kann sich unsere Sichtweise verändern und wir erlangen die Bereitschaft zu vergeben. Das heißt nicht, dass wenn jemand etwas Schlimmes getan hat, dass das gut war, was er getan hat. Damit hat das erstmal nichts zu tun.
sondern wir müssen ein Bewusstsein entwickeln und verstehen, warum das für uns selbst gut ist, anderen Menschen zu vergeben. Solange wir nicht vergeben, werden wir nicht in der Lage sein, ein glückliches Leben in Frieden zu führen. Also solltest du dir wert sein, Vergebung zu lernen. Als erstes sollte es darauf ankommen. Ich möchte dir fünf Möglichkeiten aufzeigen, beziehungsweise fünf Wege zur Vergebung. Als erstes fasse den Entschluss zu vergeben. Sei dir bewusst, wie wichtig es ist, die Vergangenheit loszulassen und nicht mehr ständig in der Vergangenheit zu leben. Auch wenn du nicht bewusst daran denkst, solange du nicht Situationen und Menschen vergeben hast, schlummern diese Dinge weiterhin in dir und bestimmen deinen weiteren Lebensverlauf. Das kann auch dazu beitragen, dass du nie erfolgreich, glücklich und zufrieden wirst. Sei dir also selber wert genug, Vergebung zu lernen. Mach dir bewusst, dass dein Unterbewusstsein maßgeblich dein Leben bestimmt. Der zweite Punkt ist das Thema Mitgefühl. Mach dir klar, dass jeder einzelne Mensch seinem Bewusstsein entsprechend handelt, spricht und denkt. Das heißt, auch du hast stets dein Bestes in jeder Lebenssituation gegeben. Vielleicht hast du auch mal etwas falsch gemacht in deinen Augen und hast um Vergebung gebeten und dir wurde vergeben. Mach dir also klar, jeder einzelne Mensch hat ein anderes Bewusstsein und jeder glaubt, dass er das Richtige tut. So ist es wichtig, mit anderen Menschen, die noch nicht so weit sind wie du und bereit sind zu vergeben, Mitgefühl zu entwickeln. Entwickle auch Mitgefühl mit dir selbst, wenn du dir selbst Vorwürfe machst. Aber verstehe auch, dass jeder einzelne Mensch seinem Bewusstsein entsprechend handelt, denkt und spricht. Entwickle also für all diese Menschen, die dir bisher begegnet sind, oder für all die Situationen, die dir widerfahren sind, Mitgefühl. Das hat die Kraft, viele Dinge zu verändern. Das verändert vielleicht nicht die Vergangenheit, aber das verändert deine Sichtweise. Und für dein Gehirn und für deinen gesamten Körper, für jede einzelne Zelle, spielt es keine Rolle, ob die Dinge in der Vergangenheit passiert sind oder ob die jetzt gerade in diesem Moment passieren. Das hat die gleiche Auswirkung, ganz egal, ob die Dinge schon vergangen sind oder nicht. Je nachdem, wie du der Vergangenheit gegenüberstehst, hat das einen großen Effekt auf jede einzelne Zelle deines Körpers, auf dein Denken und auf dein Fühlen, auf dein gesamtes Wesen und auf dein Verhalten. Deshalb ist es so wichtig, Vergebung zu lernen und Mitgefühl zu empfinden. Der dritte Punkt heißt Reflexion. Reflektiere einmal über die Vergangenheit und über schwierige Situationen, in der du dich befunden hast, wo du keinen Ausweg gesehen hast. Oder vielleicht warst du auch sehr, sehr wütend oder ängstlich und wusstest nicht, wohin mit dir selbst. Was hat dir diese Situation gebracht? In welche Richtung hat dich das Leben dann gelenkt? Vielleicht war es eine Richtung, in die du schon immer wolltest, aber dich nie getraut hast. Vielleicht bist du dadurch Menschen begegnet, oder bist über deinen Schatten gesprungen und hast Dinge erlebt, die du sonst nicht gemacht hättest. Frage dich also, wie haben dich diese Erlebnisse weitergebracht? Reflektiere ganz genau darüber. Nimm eine Vogelperspektive ein und sieh das Ganze entworren, nicht verworren, als du noch da drin gesteckt hast, sondern wirklich ganz klar von oben herab. Was war das Gute, das dir diese Situation gebracht haben? Reflektiere ganz genau darüber und sei ehrlich zu dir selbst und halte nicht an deinem Recht fest. Lasse los und reflektiere. Der vierte Punkt auf dem Weg zur Vergebung ist das Ego. Mach dir klar, dass in jedem Menschen eine Instanz schlummert, die dich davon abhalten möchte, dass du dich weiterentwickelst. Unser Ego ist ein Persönlichkeitsanteil von vielen in uns. Unser Ego möchte Recht behalten und dich und mich und alle davon abhalten, dass sie sich weiterentwickeln. Das heißt, du lässt los, bist bereit zu vergeben,
empfindest Mitgefühl für Menschen, die vielleicht etwas Schlimmes getan haben. Das Ego möchte all das nicht. Es möchte daran festhalten, an deinen Gewohnheiten festhalten, weil es Angst hat, loszulassen. Es hat Angst davor, dass du dich weiterentwickelst. Mach dir klar, dass so eine Instanz in dir schlummert. Dann kannst du viel selbstbewusster damit umgehen. Du hast ganz viele Persönlichkeitsanteile in dir. Du kannst alle Anteile aktivieren, die du möchtest. Du kannst zum Beispiel einen Erwachsenenanteil in dir aktivieren und mit deinem Ego sprechen, ihm klar machen, dass es keine Furcht haben braucht. Ihm dankbar sein, dass es dich dazu gebracht hat, zu lernen, zu vergeben, dass es dich an deinen jetzigen Lebenspunkt gebracht hat. Dein Ego hilft dir in vielerlei Hinsicht, aber es möchte nicht, dass du dich weiterentwickelst. Es möchte an alten Gewohnheiten festhalten und es möchte nicht, dass du lernst, dich zu entwickeln und zu vergeben. Mach dir also klar, in dir ist eine Instanz, die dich davon abhalten möchte. Gehe bewusst mit dieser Instanz um. Der fünfte Punkt ist das Thema Selbstvergebung. Lerne nicht nur anderen zu vergeben, sondern vor allem auch dir selbst. Warum ist das so wichtig? Wenn du nicht lernst, dir selbst zu vergeben, wirst du auch nie in der Lage sein, wirklich zufrieden und glücklich zu sein, dein Leben zu genießen. Du wirst dir nicht erlauben, ein erfülltes Leben zu führen, wenn du negative Gefühle und Emotionen dir selbst gegenüber hast. Empfinde genau so viel Mitgefühl, wie du für andere Menschen auch empfindest. Mach dir nochmal klar für dich selbst, dass du immer dein Bestes gegeben hast. In jeder Situation. Entwickel Mitgefühl für dich selbst und lerne dir selbst zu vergeben. Das waren fünf Punkte, die dir helfen sollen auf deinem Weg zur Vergebung. Für viele wird es sicherlich schwierig sein. Es ist ein schwieriges und anstrengendes Thema, wo man eigentlich nicht so gerne hinschauen möchte. Aber das hält wirklich viele Wunder bereit und das wird dein Leben verändern. Wenn du Interesse an weiteren solchen Themen hast, wo es um Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität, Psychologie geht und bewusstes Leben im Allgemeinen, dann abonniere gerne diesen Kanal und empfehle diesen Kanal weiter. Indem du aktiv wirst, indem du auf Daumen nach oben klickst und einen Kommentar hinterlässt, sorgst du dafür, dass diese Videos von meinem Kanal weiter verbreitet werden. Du trägst also aktiv dazu bei und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön, dein Valentin.